Jo, was geht, Leute? Und heute zeige ich dir einfach mal die 10 besten Skin-Kombinationen, die du super als Schwitzer in der Season 7 benutzen kannst. Und wenn du jetzt noch neu auf meinem Kanal bist, habe ich tatsächlich für dich noch so eine ganz, ganz kleine Challenge. Und zwar schaffst du es, meinen Kanal in 3 Sekunden zu abonnieren. Falls ja, dann schreib es mir doch einfach mal mit Hashtag Glockengang runter in die Kommentare. Und wenn du mich jetzt noch kostenlos unterstützen möchtest, kannst du dies ab jetzt auch im Fortnite-Gegenstand-Shop machen. Bei Unterstützer ein Creator musst du dort einfach nur draufklicken und meinen Tag FRR-Gaming alles groß und zusammen eingeben und dann unterstützt mich einfach kostenlos. Das würde mich auf jeden Fall mega, mega supporten. Aber das war es jetzt auch schon mit Eigenwerbung. Viel, viel Spaß jetzt mit dem Video. Fangen wir an und let's go. Die 10. Kombo besteht auf jeden Fall aus der sonnigen Retterin und dem perfekten Geschenkerucksack, was man jetzt tatsächlich im Season 7 Battle Pass ab der Stufe 7 freischalten kann. Und diese sonnige Retterin stammt ja aus dem Season 5 Battle Pass. Sprich, wenn ihr beide euch gekauft habt, dann könnt ihr auch diese Kombo easy verwenden. Und das Coole ist dabei, dass dieses perfekte Geschenke-Rucksack, also dass dieses Geschenk in so einem roten Geschenkepapier eingewickelt ist, sag ich mal. Und diese sonnige Retterin hat ja auch ein rötliches Oberteil und so eine rötliche Hose, kann man schon fast sagen. Deswegen stimmen die Farben auch überein und es ist einfach eine mega, mega krasse Tryhard-Kombo. Diese sonnige Retterin ist ja allein schon ein Tryhard-Skin, meiner Meinung nach. Und mit diesem Backbling, sag ich mal, passt es einfach 1A. Also probiert diese Kombo unbedingt aus, falls ihr beide Items besitzt. Aber jetzt geht's auf jeden Fall schon mit der 9. Kombo weiter. Viel Spaß. Ja, Leute, die 9. Kombo besteht auf jeden Fall aus dem Aufklärungsspezialist und den Schwingen der Liebe. Diese Schwingen der Liebe, das ist ja ein Teil des Royal Romantic Sets. Ich denke, auch viele von euch besitzen dieses Backbling. Und dieser Aufklärungsspezialist ist ja so gräulich gehalten, also hat so ein gräulichen Beanie, wenn man so sagen kann. Diese Farben passen einfach 1A zusammen. Wirklich, diese Schwingen in der Liebe sind ja auch grau. Aber ich denke, das ist auf jeden Fall eine mega, mega nice Kombo, die du unbedingt getragen haben musst, wenn du diese beiden Items besitzt. Aber jetzt geht's auf jeden Fall schon mit der 8. Kombo weiter. Viel Spaß! Ja, Leute, die 8. Kombo besteht auf jeden Fall aus dem Omega-Skin auf der Stufe 1 und dem schwarzen Schild. Und das ist eine etwas seltenere Kombo, denn ich denke nicht, dass jeder von euch dieses schwarze Schild besitzt. Aber für die, die es besitzen, ist es auf jeden Fall mega, mega nice. Denn dieser Omega-Skin, das ist ein Season 4 Skin, beziehungsweise es ist der Season 4 Battle Pass Stufe 100 Skin. Ich denke, viele von euch besitzen schon den Omega Skin, denn ich meine, viele von euch, also die meisten, haben seit der Season 4 schon gespielt und haben sich dementsprechend auch den Battle Pass von der Season 4 gekauft und natürlich auch durchgespielt. Deswegen ist dieser Omega-Skin nicht so selten. Aber mit dem schwarzen Schild ist das eine mega, mega nice Kombo. Müsst ihr auch ausprobieren, falls ihr diese beiden Items besitzt. Alter, das ist echt eine Tryhard-Kombo. Also dieser Omega-Skin auf Stufe 1 schaut jetzt nicht so krass aus, aber es ist so ein Tryhard, wisst ihr? Also es ist so ein Tryhard-Skin auf der Stufe 1. So auf Stufe 4 ist er nicht mehr so besonders, also I don't know, aber auf Stufe 1 ist es mega nice, dieser Omega-Skin. Jetzt geht's auf jeden Fall schon mit der 7. Kombo weiter. Viel Spaß! Auf jeden Fall besteht die 7. Kombo aus der Elite-Agentin und den Düster-Schwingen. Und diese Düster-Schwingen, denke ich, besitzen die meisten von euch, denn diese sind ein Backbling von dem letzten Battle Pass aus der Season 6. Und ich meine, viele von euch haben sich den bestimmt gekauft. Und diese Elite-Agentin, die stammt ja aus dem Battle Pass von der Season 3. Da weiß ich natürlich nicht, ob es die meisten von euch besitzen oder nicht. Ich persönlich habe beide Items. Deswegen spiele ich diese Kombo auch mega, mega oft. Schreibt mal gerne runter in die Kommentare, ob ihr beide Items besitzt oder nicht. Das würde mich extremst interessieren. Aber das ist ein No-Go für meiner Meinung nach, ja, wenn man beide Items besitzt. Aber diese Kombo nicht einmal gespielt hat. Und viele, viele Tryhards benutzen wirklich diese Kombo. Deswegen, falls du ein Schwitzer bist, benutze auf jeden Fall mit dieser Kombo auf meinen Nacken. Du weißt auf jeden Fall Bescheid. Ja, aber jetzt geht es auf jeden Fall schon mit der 6. Kombo weiter. Und zwar besteht diese aus dem Fade-Skin und dem Scheiben-Galaxy. Und das ist eine Kombo, die habe ich bei Mongral entdeckt, aber auch nicht nur bei Mongral, sondern auch bei vielen anderen deutschen Pro-Turnieren tatsächlich. Also viele Pros benutzen diese Kombo. Dementsprechend habe ich das jetzt mal in die Kategorie, ja, Tryhard-Skin-Kombos untergegliedert. Und also es schaut echt nice aus. Ich kann euch natürlich nur diese Bilder zeigen, da ich leider selbst nicht den Fade-Skin besitze, sondern nur diese Scheiben-Galaxy. Aber falls euch wirklich interessiert, wie diese Kombo in-game aussieht, dann checkt doch gerne mal Mongral ab, denn er spielt hauptsächlich mit dieser Kombo. Ist eine mega, mega nice Kombo. Der Scheiben-Galaxy-Rucksack ist etwas seltener, aber ich denke, viele von euch besitzen auch den Fade-Skin. Und falls ihr dann auch noch den Scheiben-Galaxy-Rucksack besitzt, müsst ihr auf jeden Fall mal diese Kombo ausprobiert haben. Aber jetzt geht's auf jeden Fall schon mit der 5. Kombo weiter. Viel, viel Spaß jetzt mit der 5. Kombo. Auf jeden Fall besteht die 5. Kombo aus dem Fußballer-Skin und dem Katana-Schwert. Und dieser Fußballer-Skin ist etwas seltener, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich besitze ihn leider nicht. Ich ärgere mich sowas von. Ich habe halt
schon locker in der Zeit gespielt, wo er rauskam, und habe ihn mir einfach nicht gekauft. Ich weiß nicht warum. Es ist so ein krasser Toy-Hard-Skin geworden, dieser Fußballer-Skin. Und dieses Katana-Schwert konnte man ja bekommen, falls man ein paar Herausforderungen, wöchentliche Herausforderungen von dem letzten Battle Pass beziehungsweise von der letzten Season geschafft hat, beziehungsweise einfach abgeschlossen hat. Dann hat man dieses Katana-Schwert bekommen, kann man auch mit mega, mega vielen Skins kombinieren. Dafür mache ich vielleicht auch mal ein Kombo-Video halt nur mit dem Katana-Schwert. Und falls du einfach generell nichts mehr um Fortnite-Skin-Kombos verpassen möchtest, dann abonniere doch gerne mal jetzt meinen Kanal und vor allem aktiviere die Glocke, um einfach immer auf dem neuesten Stand zu bleiben, was Fortnite angeht. Aber jetzt geht's auf jeden Fall schon mit der vierten Kombo weiter. Viel Spaß! Auf jeden Fall besteht die vierte Kombo aus dem Peitschenhieb-Skin und dem eisernen Käfig. Und ich persönlich habe diese Kombo noch gar nicht so oft in-game gesehen. Ich bin nur mal meinen Spin so durchgegangen und habe so Rucksäcke mit Skins kombiniert und bin auf diese Kombo gestoßen. Meiner Meinung nach schaut sie mega nice aus. Könnten viele Schwitzer benutzen. Also falls du ein Schwitzer bist, probier sie doch gerne mal aus. Falls sie dir gefällt, schreib es mir doch gerne mal runter in die Kommentare. Das würde mich extremst interessieren. Nee, aber dieser eiserne Käfig macht diesen ganzen Skin noch gefährlicher. Ist eine recht teure Kombo, beziehungsweise dieser Rucksack ist halt recht teuer. Dieser Skin ist etwas billiger. Aber ich meine, falls ihr diese beiden Items besitzt, ist es bestimmt einmal wert, diese Kombo einmal auszuprobieren. Und jetzt geht's auf jeden Fall schon mit der dritten Kombo weiter. Viel, viel Spaß jetzt mit der dritten Kombo. Die dritte Kombo besteht auf jeden Fall aus dem Renegade-Skin und dem roten Schild. Und verwechselt diesen Skin nicht mit dem Renegade-Raider-Skin. Dies ist nämlich nur der Renegade-Skin, ist nicht so selten. War jetzt auch schon des Öfteren mal wieder im Shop. Mir ist einfach ein Dude gejoint, so ein Freund, den ich ganz gut kenne, der einfach diese Kombo so getragen hat. Und ich meinte mir so, what? Also sie schaut einfach so krass aus. Ich persönlich habe, wie gesagt, den Renegade-Skin noch nicht. Ich werde ihn mir aber demnächst kaufen, wenn er das nächste Mal wieder in den Shop kommt. Ich liebe ihn einfach, ich feiere ihn so krass. Kann man mit dem roten Schild einfach so krass kombinieren. Also Leute, falls ihr ein Schwitzer seid, müsst ihr diese Kombo benutzen. Digga, sonst seid ihr kein Schwitzer mehr. Nee, aber Spaß, Leute. Diese Kombo ist einfach echt, echt nice. Aber jetzt geht's auf jeden Fall schon mit der zweiten Kombo weiter. Und zwar besteht diese aus dem Fußballer-Skin. Da solltet ihr eine rote Edition, also ein rotes Trikot ausgewählt haben mit dem Märchenumhang. Und ich hatte vorher vergessen, mit diesem Fußballer-Skin und dem Katana-Schwert, da bietet es sich sehr, sehr gut an, falls ihr diesen Argentinien-Fußballer-Skin auswählt. Also der hat ja so ein blaues Trikot, das passt auf jeden Fall noch besser zum Katana-Schwert. Aber wir kommen jetzt zu dieser Kombo, und zwar mit dem Fußballer-Skin und dem Märchenumhang. Und zwar habe ich euch ja gesagt, solltet ihr diesen Fußballer-Skin mit einem roten Trikot ausgewählt haben. Da gibt es ganz, ganz viele Fußballskins, die rote Trikots haben. Zum Beispiel die Schweiz oder so. Also da müsst ihr einfach mal durchgucken, so was euch am besten gefällt mit dem Märchenumhang. Aber mit einem roten Trikot, wie gesagt, passt das mega, mega gut. Dieser Fußballskin, wie vorher schon gesagt, ist ein mega, mega krasser Schwitzer-Skin geworden. Und der Märchenumhang ist gar nicht mal so selten. Ich glaube, der war sogar in dem Battle Pass von der Season 6 drinne. Deswegen denke ich auch, die meisten von euch haben diesen Märchenumhang. Und falls du da noch den Fußballskin besitzt, ist das eine Muss-Kombo, also dann solltet ihr die echt mal ausprobieren. Das ist auf jeden Fall das echt mal wert. Und jetzt geht's auf jeden Fall schon mit der ersten Kombo weiter. Oh mein Gott, und Leute, diese besteht nämlich aus dem Nog-Op-Skin und dem roten Schild. Und dieser Nog-Op-Skin kam ja vor kurzem mal wieder in den Shop. Und da hat sich der ganze Hype wieder so um diesen Skin, sag ich mal, erhöht und so. Und dieses rote Schild ist jetzt nicht so selten, aber mit dem Nog-Op-Skin passt das mega, mega gut. Ist meiner Meinung nach eine echt krasse Kombo. Vor allem stimmen so die Farben überein. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Dieser Nog-Op-Skin hat ja so einen rötlicheren Weihnachtspulli mit dem roten Schild. Ist das mega, mega nice. Also wirklich, das ist eine 1A-Kombo. So, das war's jetzt aber schon langsam mit dem Video. Ihr wisst auf jeden Fall Bescheid. Support ist kein Mord. Deswegen drückt mir doch jetzt nochmal kurz ein Abo rein. Aber jetzt würde ich schon sagen, vielen, vielen Dank, dass du bis hierhin geschaut hast. Haut da rein und peace.